die Überlegung oder die These, dass die Frage der Zensur vor allem dann notwendigerweise auftaucht, wenn es Medienumbrüche gibt, die bildrelevant gewesen sind, ist aus meiner Sicht eine richtige. Wie alle technischen und damit auch kulturellen Umbrüche erzeugen Veränderungen an dieser fundamentalen Art Euphorie, aber auch Angst. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt sich seit jetzt über einem halben Jahrhundert das Digitale und damit selbstverständlich auch und in besonderer Weise das digitale Bild. Und die Frage der Steuerung dessen, was, ich mag diesen Begriff nicht, Bilderflut verbunden wird, das hat symptomatischen Charakter in diesem Zusammenhang. Es kommt immer darauf an, zu unterscheiden. Es kommt immer darauf an, in den Bilderfluten Standards zu erkennen, die es immer gibt. Auch heute, in dem, glaube ich, pro Tag an die 60 Millionen Bilder hochgeladen werden, pro Tag, mit bildanalytischen Methoden kann und muss und kann es möglich sein, auch mit diesen Massen analytisch umzugehen. Und das ist die Funktion auch der Kunst- und Bildwissenschaft. Die Frage nach der Qualität, jetzt neutral gesagt, der technischen Bilder ist um 2000 so massiv relevant geworden, weil ein Bewusstsein, zunächst ein Gefühl und dann ein Bewusstsein dafür durch die Erfahrung vor allem des Internet gewonnen wurden, dass die Bilder nicht neutral sind, sondern dass sie als kultureller Faktor, der ja im ersten Blick evident ist, auch eine politische Dimension besitzen. Und dieses ist dann zu einem sehr starken Motiv geworden, natürlich dann vor allem nach 9/11, nachdem deutlich wurde, dass dies keine Tat von Rückwärtsgewandten, dieses unsinnige Wort von mittelalterlichen Fundamentalisten gewesen ist, sondern vielmehr ein hochtheoretisch und hochpraktisch gekonntes Zusammenspiel von haptischem, also materiellem Angriff, also veritablem Ikonoklasmus und der wirklich professionellen Nutzung der technischen Bilder. Es war ein Doppelangriff sozusagen. Und das hat nochmal einen Schock bedeutet, der bis heute nachhallt. Wenn ich von mir sprechen soll, ich habe mich mit dieser Frage seit ziemlich genau 1995 beschäftigt. Und zunächst waren es die Metaphern wie Vernetzung, wie Datenautobahn, aber dann vor allem Cyborg, die mich in ihrem Doppelcharakter beeindruckt haben. Doppelcharakter im Sinne von wirklich auf den Begriff bringen, in einem Schlagwort. Und diese Begriffe prägen uns ja bis heute. Sie werden in der Regel von Enthusiasten angewandt. Aber sie haben alle eine schwarze oder problematische Seite. Allein die Vernetzung, es kam die Schwarmintelligenz dazu. Ein scheinbar antihierarchisches Modell, ja, aber im Schwarm, der Schwarm opfert das Individuum, um zu überleben. Eine zutiefst inhumane Metapher, die in Corona-Zeiten beweist, dass das Gegenteil wahr ist, wenn die menschliche Gemeinschaft sich als solche definiert. Mit dem Bewusstsein, dass über das Digitale die gesamte Welt eine unhierarchisch-demokratische Gemeinschaft wird, habe ich in mehreren Artikeln darauf hingewiesen, dass, wie Norman Dyson es schon früh formuliert hatte, das Internet erstmals ein veritabler menschlicher Leviathan ist. Aber er hat dabei vergessen zu sagen, dass dieser Leviathan der Hobbesche Naturzustand ist. Das Internet ist ein künstlich geschaffener Naturzustand, in dem, 1995 habe ich damit begonnen, versuchsweise dieses zu durchdenken, in dem der Mensch, wie Thomas Hobbes sagt, frei ist, alles zu tun, zu seinem Vergnügen, aber auch zu seinem Grauen. Der Mensch ist frei, dreckig, das Leben ist kurz.
Thomas Hobbes hat das 1651 im Grunde bis vor 20 Jahren verbindlich formuliert. Der Mensch gibt seine Tötungsinstrumente ab, damit der Staat als neutrale Instanz die Gewalt auf sich monopolisiert, um das Töten von jedem durch jeden zu unterbinden. Der Mensch gibt einen Teil seiner Freiheit ab. Es ist ein subtraktiver Begriff von Freiheit. Er ist nicht frei zu vergewaltigen und zu töten, sondern er gibt seine Verletzungsmacht an den Staat ab. Und der Staat muss diese Gewalt monopolisieren nach dem Willen des Überlebens der Gemeinschaft und der ethischen Standards. 2001, vor dem, noch vor 9/11, vor dem Davoser Treffen, wo alle, gut so wie alle Regierungschefs anwesend waren, traten die Vertreter der vier großen Konzerne auf und lachten über die Regierungsvertreter und sagten: Sorry, ihr habt gar nichts mehr zu sagen. Die Gesetze machen wir. Das tun sie bis heute. Aber nach 9/11 und nach den Erfahrungen, dass Menschen getötet werden, damit sie Bilder werden, hat es Gesetzgebungen gegeben, zuletzt auch in Brüssel, die mit hohen Strafen, soweit es irgend geht, auch ethischen Argumentationen, Zuckerberg hat sich ja massiv unter Druck gesetzt gefühlt, argumentiert, die Macht der Konzerne wird doch gebrochen, wenn ihr nicht selbst Zensur übt. Das heißt, dass die Konzerne, um frei agieren zu können, staatliche Funktionen übernehmen, aus Angst, nicht mehr existieren zu können. Der Nebeneffekt ist nur, dass die Staaten über das Staatsmonopol von Gewalt nicht mehr verfügen. Und aus diesem Grund habe ich, glaube ich, 1998 vor der Bundestagskommission argumentiert, Tertium non datur. Entweder gibt es eine Weltregierung, die das Internet reguliert, so wie Thomas Hobbes es 1651 in Bezug auf Gemeinschaften formuliert hat, oder es gibt oder man versucht nationale Alleingänge, aber das hat das Problem, dass dann die Zensur individualisiert wird, wie China das tut. China hat ein individuelles Internet, das ist total kontrolliert. Das will niemand. Also gibt es nur die Alternative, über die UNESCO eine Weltgemeinschaft des Internets zu gründen und die Standards, die im realen Leben herrschen, auch im Internet durchzusetzen. Und das ist bis heute nicht geschehen. Und die Konzerne versuchen wirklich verzweifelt, anders kann man es nicht sagen, die staatlichen Methoden für sich anzuwenden. Und dann sitzen 3.000 Menschen in Berlin, an einem Ort, den kaum jemand kennt, 10.000 Menschen in Indonesien. Es sind die Verdammten dieser Erde, die, ich glaube, insgesamt 15.000 Personen, die am Tag, ich weiß nicht wie viele, 100.000 oder 10.000 Bilder analysieren, ja, die sind nach 3 Monaten reif für den Psychiater. Und das ist die unlösbare Klemme, in der die Gemeinschaft steht. Und wenn sie Gemeinschaften insgesamt, wenn sie dieses Problem nicht lösen, das noch eine andere Komponente hat, die Unmittelbarkeit von Privatheit und Öffentlichkeit, dann werden sich die Gesellschaften auflösen. Das ist die, glaube ich, schwer wegzudiskutierende Grundanalyse, und sie wird nicht angegangen radikal, weil es diese beiden Pole gibt, keine staatliche Zensur einerseits und andererseits das Loslassen schafft die Probleme, über die wir sprechen. Über alle gewalttätigen Auseinandersetzungen hinweg haben Bilder in der Propaganda, aber auch Menschen, die zu Bildern wurden, eine Rolle gespielt. Getötete Feinde wurden dem Feind gezeigt als lebende als dann tote Körper gewordene Bilder. Dies ist aber in der Regel, soweit ich es mir darstellt, in der Regel geschehen, wenn die Körper bereits tot waren.
seit vermutlich Nick Burke 2003, der vor laufender Kamera enthauptet wurde durch den IS, ist eine Art Bildpraxis in die Welt gekommen, die Taten produziert, die dazu gemacht werden, damit sie millionenfach über das Internet verbreitet werden. Es gibt dazu eine elementare Schrift eines IS-Führers, der 2007 durch eine Drohne getötet wurde, der dazu aufruft, die Augen der Menschheit mit den Gewaltakten zu verbinden und damit auf eine Weise zu irritieren, dass eine solche innere Zerstörung eintritt, dass die Menschheit zum Sturm reif wird. Also eine ganz deutlich ausgesprochene Botschaft: tötet mit und im Bild, damit die Augen der Menschheit, die auf solche Impulse geradezu magnetisch reagieren, innerlich verwüstet wird. Und diese Praxis hat sich ja auf das Grauenhafteste entfaltet. Es ist dann aber auch ein Wechselspiel zwischen Phänomenen wie Abu Ghraib, also die Videos, es starb dort niemand, aber es waren entehrende Videos, die als Gegenwaffe benutzt wurden. Ja, und Christchurch ist dann der Gipfel einer Verbindung von Bildpraxis als Gewaltakt, die für meinen Begriff zwei Seiten, zwei Elemente besitzt. Einerseits ist es in dem hypostratischen Sinn, meine Tat muss beglaubigt werden, ein Versuch gegenüber dem Unterbewusstsein, dass jedes Bild im Digitalen natürlich manipuliert ist, dass das Bild, was ich produziere, wahr ist. Und deswegen ist die Kamera während der Tat auf der Stirn, als wäre es der Antichrist, der hier das Kreuzzeichen hat, nicht? Also die Tat muss, damit sie beglaubigt werden kann, instantan in Echtzeit über das Internet verbreitet werden. Es ist also ein Versuch, den Verdacht, dass dieses alles nur simuliert ist, zu durchbrechen. Das ist das eine. Und das zweite, eben die letzte, vielleicht bislang schwerlich überbietbare Konsequenz dessen, was Nick Burke und dann dem Italiener kurz darauf Quadrocchio, der als letzten Satz sagte, die Welt wird sehen, wie ein Italiener stirbt und dann enthauptet wurde. Ich habe ja ein halbes Jahr lang mir die Bilder des IS angesehen, den Ikonoklasmus, aber auch die Hinrichtung, und muss sagen, es funktioniert. Man ist danach ein anderer Mensch. Also ich sympathisiere sehr stark mit der Position von Gertrud Koch in dem Artikel. Sie benennt ein sehr wesentliches Phänomen, dass man, wir sind ja täglich damit konfrontiert, natürlich ausziehen muss und fragen muss, inwieweit das Löschen, das aber in der Praxis nicht gelingt, von digitalen und technischen Bildern, wie dies sich verhält zum Bildersturm. Und für meinen Begriff hat ein quantitatives Durchdenken des Phänomens im Internet dazu geführt, dass die Materialität des Werkes unter diesen Druck gezogen wird und damit effektive Kunstzensur ausgeübt wird. Die Überlegung, ob nackte Figuren bei Google und auf Facebook gezeigt werden dürfen, ist absolut absurd. Nicht? Wie gesagt, wenn ein Giorgione-Gemälde plötzlich mit Balken oder eine Rodin-Figur mit Balken über der Brust oder dem Geschlechtsteil bedeckt wird, oder wie es, das ist ja hundertfach und tausendfach geschehen, ein italienischer Kunstkritiker Facebook auf 1,5 Millionen Schadensersatz verklagt, weil auf seiner Website Courbets Ursprung der Welt gelöscht wurde. Ein Eingriff in seine künstlerisch-kritische Identität sozusagen. So hat er es definiert und das stimmt ja auch. Und wenn in Ausstellungen Bilder entfernt werden, wie das
geschehen ist, weil sie den Standards nicht zu entsprechen scheinen, dann ist genau das, was die Kunst ausmacht, nämlich gegen Zeitgeist argumentieren zu können und eine Geschichte zu zeigen, die andere Kriterien hatte als die untere, sodass wir uns im Gegenpol, im Entgegenkommen orientieren können, ausgesetzt. Und es geschieht etwas, was ich eben in Bezug auf das apokalyptische Jetzt, Jetzt des IS eben lange, lange studiert habe. Es ist geschichtstheoretisch identisch der Präsentismus der gegenwärtigen Ikonoklasten. Es gilt nichts als unsere ethische Position. Ist strukturell derselbe Präsentismus der Apokalypse des Jetzt, des IS, der alles zerstört, was überhaupt nur in der Vergangenheit eine Orientierung religiöser Art ermöglicht und damit die kostbarsten Monumente der eigenen Religion vernichtet hat, zumindest dort, wo er regiert hat. Also geschichtstheoretisch, zeittheoretisch ist unsere gegenwärtige Praxis, die, wie sie zumindest in Teilen geschieht und diskutiert wird, von einer ähnlich fundamentalistischen Privilegierung des Jetzt, das eine historische Orientierung gar nicht mehr möglich macht. Indem man Werke fortnimmt, erlaubt man späteren Generationen schon überhaupt nicht mehr, diese Fragen überhaupt zu stellen. Und das ist von einer Entschiedenheit, die ich für zutiefst bedrohlich empfinde. Und ich habe auf der Tagung Politische Ikonologie in Frankfurt im Institut für Sozialforschung einen Vortrag halten müssen oder dürfen und habe das thematisiert. Ich zweifle an der Berechtigung und verzweifle an dem, was dahinter steht, einem der Reflexion nicht mehr zugänglichen Präsentismus. Der Artikel von Susanne von Falkenhausen hat das, finde ich, auf eine sehr kluge Weise thematisiert. Es geht ja weiter auch in Angriffen auf zeitgenössische Künstler, denen verweigert wird, die Möglichkeit, die die Kunst besitzt, seit sie überhaupt existiert, nämlich sich in andere Identitäten hineinzudenken und dann aus der Distanz zu formulieren. Und dieses wird im Moment abgesprochen. Und da sind wir in zutiefst problematischen Bindungen von Gegenstand und Dargestelltem, eine Form von Identität, die zutiefst bildgläubig ist und so reaktionär, dass ich das Wort, das jetzt folgt, nicht mehr sage. Walter Benjamin hat einen grandiosen Artikel geschrieben, den er in Paris in einem Moment verfasste, als die französische Volksfront zu Stalin überzulaufen drohte und gegen die Avantgarde das bürgerliche Erbe propagierte. In dem Moment hat er eine Art trotzkistischer Analyse einer permanenten Revolution im Überbau formuliert mit diesem Artikel. Er ist so gesehen genial, aber ich schreibe gegen diesen hochverehrten Artikel seit Jahrzehnten an, er ist absolut und grundfalsch, weil er davon ausgeht, dass Reproduktion Aura zerstört. Das Gegenteil ist der Fall. Jede Reproduktion wird ein eigenes Original, das mit einem Echo auf das Uroriginal verweist. Und wenn man sich dieses klar macht, dann wird die Verbreitung von Bildern im Internet mit einer ganz anderen und neuen Brisanz versehen, als man es normalerweise tut, wenn man salopp von Bilderflut spricht. Es ist sehr, sehr viel mehr, nicht? Und vor dem Zusammenhang ist eben die Theorie umzukehren und zu argumentieren,
dass man wirklich jedwede Bildform wie ein Original ernst nehmen muss, analytisch. Und nicht etwa sagen muss, ja, das hat ja die Aura und die Autorität des Originals diskreditiert, indem es eine Reproduktion ist. Nein, jede Reproduktion ist ein Original sui generis und muss als solches betrachtet, bewertet, beurteilt werden.